Hallo und herzlich willkommen bei Clara Live. Ich möchte euch nun ein bisschen erzählen über die Unterkünfte auf dem Münchner Jakobsweg, weil ich mehrfach danach gefragt worden bin. Ja, wie findet man die Unterkünfte auf dem Jakobsweg? Einmal in dem Outdoor-Führer, nur leider sind die Angaben da teilweise nicht aktuell. Unter anderem gibt es auch noch eine Liste von der Monika Hanna, die ich euch hier mal verlinkt habe. Da findet man eine recht aktuelle Liste mit Unterkünften und da denke ich mal, ist für jeden auch was dabei. Diese Liste von der Monika Hanna habe ich mir ausgedruckt und habe ein paar Tage bevor ich auf den Weg gegangen bin, dann die einzelnen Unterkünfte angerufen und da die Übernachtungen festgemacht. So ganz spontan von Tag zu Tag klappt das auf dem Münchner Jakobsweg nicht, da die Möglichkeiten begrenzt sind. Vor allem, wenn man einfache Unterkünfte haben will, natürlich Hotelzimmer gibt es auch überall. Aber ja, es ist besser, man hat dann schon die Unterkünfte fest. Dann kann man auch ja unbedarft einfach losgehen. Meine erste Unterkunft war bei der Familie Kuhlmann in Hohenschäftlarn. Also meine erste Etappe ging ja bis Schäftlarn. Dieses Hohenschäftlarn ist ein bisschen oberhalb des Klosters Schäftlarn. Das heißt, das war dann eine etwas längere Etappe für mich. Ich habe nämlich erst im Kloster Schäftlarn gegessen, weil ich nicht sicher war, ob es in der Nähe der Unterkunft noch eine Möglichkeit zum Essen geben würde, aber es gab sie tatsächlich, also ich hätte auch erst zur Unterkunft gehen können, da in der Nähe gab es auch ein Restaurant, aber so habe ich erst im Kloster Schäftlarn gegessen und bin dann nach Hohenschäftlarn, das waren glaube ich so 3 Kilometer nochmal den Berg rauf gegangen und ja, ich wurde da sehr, sehr herzlich begrüßt. Die Unterkunft befand sich in einem Anbau eines kleinen Wohnhauses. Also man hatte ein richtig schönes kleines Pilgerzimmerchen mit einem eigenen kleinen Badezimmer mit Dusche. Also da war man richtig ja, für sich. Man hatte sogar einen eigenen Eingang, also musste jetzt nicht irgendwie durch das Wohnhaus. Das Frühstück war dann am nächsten Tag im Wohnzimmer des Wohnhauses. Da hat der Herr des Hauses mich dann eingeladen und hat zusammen gemeinsam mit mir gefrühstückt. Also es war eine sehr herzliche Begegnung. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, gekostet hat das Ganze mit Frühstück 25 Euro. Und das war auch so ungefähr immer der Preis, mit dem man rechnen musste, so zwischen 25 und 30 Euro pro Nacht. Zweite Unterkunft war in Andechs-Machtelfing. Ich bin auch hier erst zum Kloster Andex gegangen, habe da Pause gemacht, ein bisschen was gegessen und bin dann nochmal nach Andechs-Machtelfing. Das war eigentlich ein Stück wieder zurück, 3 bis 4 Kilometer sogar gegangen. Ja, weil ich nicht wusste, welche Möglichkeiten es mit dem Essen gab. Und das hatte ich auch gelernt, dass ich demnächst immer, wenn ich eine Unterkunft buchte, erstmal fragte, gibt es da in der Nähe auch eine Möglichkeit zum Abendessen? Denn ich bin so ein Mensch, ich laufe den ganzen Tag und esse nichts und trinke nur Wasser aus meinem Trinksystem und dann habe ich halt abends richtig Hunger und möchte da ein richtiges Essen haben. Auch hier war wieder eine sehr, sehr herzliche Aufnahme. Das war diesmal eine private Unterkunft, das heißt, eine Frau, die wirklich privat Pilger aufnimmt, so wie ich das auch in Aachen ja tue. Und das war wieder sehr herzlich. Ich hatte da auch ein eigenes Zimmer, konnte das Bad der Familie benutzen. Und am nächsten Morgen war meine Gastgeberin schon zur Arbeit gegangen und hatte mir ein wunderbares, reichhaltiges und tolles Frühstück bereitgestellt. Das war so das Besondere hierbei. In Schondorf am Ammersee, wo hatte ich mich auch um eine Unterkunft bemüht, aber da hatte ich irgendwie nichts gefunden und habe dann in meiner Verzweiflung eine Unterkunft von Airbnb gebucht, mit der ich allerdings nicht zufrieden war, vor allem nicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ich da nur ein Zimmer hatte, auch ohne Frühstück und ohne Bad. Das heißt, ich musste im Bad der Familie dann duschen.
Und ich fand es auch nicht so hundertprozentig sauber alles. Also es ging eigentlich. Aber ja, und ich habe dann hinterher 62 Euro bezahlt und das fand ich eben nicht okay. Das war die einzige Übernachtung, mit der ich nicht zufrieden war. Die nächste Übernachtung fand statt in Wessobrunn in der sogenannten Walser Herberge bei der Familie Thiel. Und das war wieder eine sehr, sehr herzliche Aufnahme. Das Besondere war, ich hatte also vorher, es hatte da geregnet, es war der einzig richtige Regen auf dieser Tour und hatte mich dann während des Regens in eine Bäckerei in der Nähe der Herberge geflüchtet und hatte von da aus nochmal angerufen, wann ich denn kommen könnte. Und da hat der Herbergsvater mir dann gesagt, ja, Sie können kommen, ich habe das Feuer schon angemacht. Und da dachte ich, oh, das Feuer schon angemacht. Ja, und der hatte tatsächlich einen Ofen angeheizt, damit meine Wäsche, die jetzt ja nass war vom Regen, dann auch schnell trocknen konnte. Und das war wieder eine sehr, sehr herzliche Aufnahme. Und dann gab es auch am nächsten Morgen ein sehr, sehr reichhaltiges Frühstück. Ich wurde dann sogar eingeladen, ich könnte mir noch was mitnehmen. Also das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Die nächste Übernachtung war in Hohenpeißenberg im Gästehaus am Rathaus. Ja, das war dann eher ein Gasthaus sozusagen. Ich hatte ein großes Zimmer mit einem sehr schönen Bad, bekam auch am nächsten Morgen ein reichhaltiges Frühstück. Das war natürlich dann etwas teurer. Ich weiß nicht, das hat etwas über 50 Euro gekostet, aber ich war auch sehr, sehr zufrieden damit, weil es wirklich auch Komfort hatte. Die nächste Übernachtung war in Rottenbuch bei der Elfriede Igelhaut, die da auch Zimmer vermietet. Und das Besondere an dieser Unterkunft war, dass im Zimmer sogar eine Kochgelegenheit war, die ich natürlich nicht brauchte, aber auch ein Kühlschrank mit kalten Getränken, die man zu einem sehr preiswerten Preis erwerben konnte. Und am nächsten Morgen brachte sie mir sogar das Frühstück aufs Zimmer. Also wieder eine sehr, sehr herzliche Begegnung und sehr schön. Ich habe da auch etwas über 30 Euro bezahlt mit Frühstück. Also es war wunderbar. Ich hatte auch wieder einen Balkon, wie auch in der Unterkunft vorher, wo ich dann praktisch auch meine Wäsche trocknen konnte, was ja auch wichtig ist. In Steingaden habe ich im Karl-Ebert-Haus übernachtet. Das ist ein Bildungshaus der evangelischen Kirche. Da hatte ich ein sehr einfaches Zimmer, also ohne Bad. Das Bad war auf dem Flur. Man kann allerdings im Karl-Ebert-Haus auch ein Zimmer mit Bad haben. Aber auch da wurde ich sehr, sehr herzlich aufgenommen, also ganz besonders herzlich. Und es gab am nächsten Morgen ein gutes Frühstück. Die nächste Übernachtung war in Bernbeuren in der Pilgerherberge Pfaffenwinkel. Das ist ein Diakon, ein ja, pensionierter Diakon, der da eine eigene Pilgerherberge betreibt mit ein paar Zimmern, so im Souterrain in seiner Wohnung. Das heißt, man hat auch kein eigenes Bad. Ich habe mir da auch mit einer anderen Pilgerin, weil es mehrere waren, habe ich mir dann ein Zimmer geteilt. Aber da hat er mich vorher angerufen, ob ich damit einverstanden wäre. Aber das war alles ganz unkompliziert. Da es in der Nähe keine Möglichkeit zum Abendessen gab, gab es sogar von der Familie ein dickes Abendessen mit einer schönen, leckeren Suppe. Ja, und am nächsten Morgen auch ein wunderbares Frühstück. Für Markt Oberdorf hatte ich eine Unterkunft gebucht im Pilgerquartier der Familie Weiß. Aber da ich da eine Bekannte von mir getroffen habe, die mir angeboten hat, bei ihr zu übernachten, habe ich das dann gemacht und habe bei der Familie Weiß angerufen und abgesagt. Und darauf war die Antwort, ach, das ist ja schade, dann lernen wir sie ja gar nicht kennen. Also auch da denke ich mir, wäre eine sehr herzliche Aufnahme gewesen. Eine ganz besonders herzliche Aufnahme gab es bei Leo und Maria Herb in Görrisried bei meiner nächsten Übernachtung. Auch dort gab es wieder keine Möglichkeit, in der Nähe ein Abendessen zu bekommen.
und deshalb boten sie mir sogar an, mit zwei weiteren Gästen, die da waren, in eine nahegelegene Alm zu fahren und dort dann zu Abend zu essen. Also es war wieder eine sehr herzliche Aufnahme. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ja, es hat, glaube ich, auch wieder so 25 € gekostet mit Frühstück und einer wunderbaren, herzlichen Aufnahme. Eine ganz besonders private Aufnahme gab es in Kempten bei Gertrud Halbritter Sendt, die also ein kleines Eckchen in ihrer Wohnung, das durch einen Vorhang abgetrennt ist, als Pilgerzimmer eingerichtet hat. Das war sehr, sehr schön. Auch dort gab es ein Abendessen, das sie selber zubereitet hat, und am nächsten Morgen ein sehr reichhaltiges Frühstück. Und wunderbare Gespräche habe ich dort geführt mit ihr. Vielen Dank. In Buchenberg habe ich auf einem Ferienhof Meidel übernachtet. Das war mir erst gar nicht so klar. Ich hatte nur den Namen Meidel und habe dann gesehen, dass es so ein Ferienhof ist, die auch Gäste aufnehmen und Pilger. Ja, und da hat sich die Frau Meidel bei mir dreimal oder viermal entschuldigt, dass ich nur das Notzimmer bekäme. Das sieht man hier auf dem Bild, weil das Bett so tief sei. Aber das war für mich überhaupt kein Problem. Das war ein wunderschönes Zimmer. Man konnte direkt auf den Hühnerstall sehen. Das war ein sehr, sehr schöner Bauernhof, der auch biomäßig ja, geführt wurde. In der Nacht war sogar ein Kalb zur Welt gekommen, das durfte ich mir dann anschauen. Also das war sehr, sehr schön. Als ich ankam, wurde ich direkt eingeladen zu einem Stück Kuchen draußen auf der Terrasse. Und in der Nähe gab es eine Alm, da konnte ich dann Abendessen. Es war nur so 200 Meter entfernt ungefähr. Und am nächsten Morgen gab es bei ihr auch ein leckeres Frühstück. In Weidnau habe ich dann im Gasthaus Krone übernachtet. Dort hatte ich ein sehr großzügiges Zimmer mit einer Sitzecke, die man hier sieht, auf so einer Empore. Daneben war ein Badezimmer, was wohl ursprünglich mal vom Flur zugänglich gewesen war, aber jetzt also ganz für mich war. Im Gasthaus selber konnte man abends auch essen. Ja, auch da habe ich mich sehr wohl gefühlt und am nächsten Morgen gab es ein richtiges Frühstücksbuffet. Diese Übernachtung war natürlich wieder etwas teurer, ungefähr 40 €, aber dafür auch sehr komfortabel. In Weiler hatte ich eine Unterkunft der besonderen Art bei der Frau Kasal, die auch Arbeiter aufnimmt. Dort war das Bad auch wieder auf dem Flur, aber das war kein Problem für mich. Ja, man hatte da keinen Schlüssel, das heißt, ich bin dann erst von da aus nochmal essen gegangen, zurück in die Kirche, weil da ein sehr schöner Biergarten war. Und als ich zurückkam, war das Haus war eben offen, wie das vielleicht auf dem Land so generell so ist. Ja, und auch sie hat mich sehr, sehr herzlich aufgenommen. Am nächsten Morgen gab es ein Frühstück. Sie war wirklich eine knuffige alte Dame. Ja, die mir auch einiges aus ihrem Leben erzählt hat. Also sie kommt sogar aus der Nähe von Santiago ursprünglich, aus Spanien, hatte dann jahrelang als Strickerin und später als Nachtwache im Krankenhaus gearbeitet und beherbergt eben jetzt Arbeiter, die sie versorgt. Also ganz schön rüstig. Und in Nachhaltigkeit gebe ich der Dame wirklich die Note 1, weil die hatte wirklich ihre gesamte Wohnungseinrichtung und alles war so aus den 60er oder 70er Jahren und die war sehr, sehr sparsam, hat alles verwendet und da dachte ich, ja, das ist eigentlich ein Vorbild für Nachhaltigkeit. In Lindau gab es wieder eine richtige Pilgerherberge und zwar ist das das Elternhaus eines Pfarrer Ratzinger. Dieser Pfarrer Ratzinger selbst arbeitet und lebt in der Nähe von Ulm, hat aber sein Elternhaus sozusagen als Pilgerherberge hergerichtet und die Mitglieder der Gemeinde, die kümmern sich abwechselnd darum, also verwalten das Ganze sozusagen. Die haben dann immer ein Handy, wo man anrufen kann, ob da gerade frei ist. Als ich jetzt da war, hatte ich sogar das ganze Haus für mich alleine. Also mit Küche, mit Wohnzimmer, mit allem drum und dran, mit Badezimmer. Ja, und dann kann man einfach da wohnen oder übernachten für 10 € ohne Frühstück. Darum muss man sich dann selber kümmern. Und am nächsten Tag wirft man dann den
Schlüssel ja wieder in den Briefkasten. Also sehr unkompliziert und auch sehr herzlich. Ja, das war jetzt soweit etwas zu den Unterkünften. Also wenn ihr sonst noch Fragen habt dazu, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich habe das jetzt recht spontan gemacht, ja, um euch ein bisschen Informationen zu geben zu den Unterkünften.